Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist eine unheimlich süße Mystery Box bei mir eingetroffen, die ich mir bestellt habe für 19 Euro bei der Beauty Manufaktur. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen da reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Aber, also ich weiß natürlich noch nicht, was hier drin ist, ne? Aber das Ganze drumherum war irre schön. Also, es war so, dass ich ein bisschen mal wieder im Internet auf der Suche war und nach neuen Mystery-Boxen für euch gesucht habe und bin dann auf die Beauty-Manufaktur aufmerksam geworden und habe dann dort bestellt. Also sowohl für 19 Euro halt diese Wundertüte als auch ein paar Produkte, die ich euch gleich zeigen werde. Und dann kam das Ganze an und dann mache ich das Paket auf, liegt ein handgeschriebener Zettel drin. Für Claudia. Von Herzen alles Liebe und vielen Dank für deine Bestellung. Ich wünsche dir einen schönen April mit viel Sonne und schicke Grüße nach, wo ich halt wohne, Ibbenbüren, ne? Und dann von Marco unterschrieben. Und da habe ich erstmal gedacht so, hä? Ich meine, klar, ich habe mit meinem Namen halt bestellt und so, ne? Das ist halt total persönlich. Mein Name ist mit reingeschrieben. Dann wohin die sonnigen Grüße gehen? Der Marco, der hier mit einem Smiley unterschrieben hat. Dann war da noch ein Schreiben mit dabei. Wo da halt noch ein bisschen, hallo Claudia, dieses Paket habe ich für dich mit Sorgfalt und Herz gepackt. Ich hoffe, die bestellten Produkte sind gut bei dir angekommen und du hast Freude mit den bestellten Artikeln. Deinem Paket habe ich ein paar Pröbchen beigefügt, die sind dann halt in diesem Ding wahrscheinlich drin, wo dann auch meine Bestellung mit dabei ist, ne? Wenn du einmal bestimmte Produkte testen möchtest, so kannst du mir diesen Wunsch jederzeit in der Kasse im Anmerkungsfeld mitteilen. Dieser Service ist kostenfrei und das ist dann auch für alle so gedacht, ne? Mega krass, weil ich habe ja als ganz normale Kundin da bestellt. Als Dankeschön für deine Bestellung sende ich dir einen Spezialgutscheincode. Mit diesem Code erhältst du ab der nächsten Bestellung bis zu 12% auf deinen gesamten Einkauf. Es wäre schön, wenn du deine nächste Bestellung wieder direkt in meinem Shop vornehmen würdest. Deine Vorteile, immer einen direkten Ansprechpartner, Marco, dann hat er mir eine Telefonnummer hier mit reingeschrieben. Sonderwünsche sind jederzeit möglich, Versand innerhalb von 24 Stunden ohne Aufpreis. Es ging natürlich auch super schnell, wirklich. Dann habe ich diesen Stammkundenrabatt bekommen. Produktberatung durch Kosmetikerin, Visagistin und Heilpraktikerin via Telefon. Und das ist also ein paar Informationen und so weiter und so fort. Finde ich mega krass. Und das steht hier auch. Wir alle machen unseren Job mit Herzblut. Durch deinen Kauf direkt in unserem Shop hilfst du, dem stationären Handel zu überleben und die Innenstädte und Vororte zu beleben. Beauty-Manufaktur ist keine Kette, sondern ein inhabergeführtes, junges Unternehmen. Der Kundenservice ist immer für dich erreichbar. Scheue dich also nicht, mich unter der genannten Telefonnummer oder WhatsApp zu kontaktieren. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, alles Gute und bis hoffentlich ganz bald. Viele liebe Grüße aus Mannheim. Marco Dors hat dann auch nochmal unterschrieben. Und ganz ehrlich, das ist für mich Kämpfen. Und das finde ich richtig unterstützenswert. Also wirklich, mir geht das Herz auf tatsächlich. Und das, dann, ne, ist halt die Rechnung hier auch mit dabei und so. Das war halt in diesem Umschlag mit drin. Ich denke mir einfach, jetzt hast du so viele Shops und so viele Firmen, die halt echt am Kämpfen sind. Und daran merkst du, dass das auch eine Firma tut, ne? Also, dass sie sich auch wirklich darum bemühen, dass die Kundenservice bieten wollen, dass die auch Neukunden akquirieren wollen und so. Und deswegen finde ich das mega geil, dass ich diesen Shop entdeckt habe und dort einfach mal bestellt habe und euch das so zeigen kann. Genau, hier habe ich, wie gesagt, die Rechnung. Dann habe ich hier auch noch... Ah, das ist auch total fantastisch. Hast du hier in dem Paket, habe ich zweimal mit drin liegen gehabt, ein Kärtchen. Und es ist so, dass du ein Rücksenderprogramm hier machen kannst. Das heißt, wenn du halt diese Papierkissen, die da hier auch mit da drin waren, die ich aber dann zum Weiterversenden verwenden werde, und halt diese Dinger mit ins Paket packst und 5 Kissen sammelst, ne, und deinen Namen hier irgendwo mit drauf schreibst, bekommst du einen 6-Euro-Gutschein. Das finde ich auch cool. Also dadurch, dass du deinen Müll sammelst und zurückschickst. Das hat auch was Schlaues, weil damit schafft man sich ja auch Stammkunden. Ne? Dadurch, dass du ja dann auch diese Kissen sammelst, 5-mal dort dann ja auch theoretisch bestellst und so. Das hat Pfiff. Also finde ich cool. Ich komme ja selber auch aus dem Vertrieb, habe da auch lange Zeit gearbeitet und das hat für mich auch richtig was mit Kundenbindung zu tun und so. Also mir geht das Herz auf, deswegen alles ist gerade richtig krass. 2 Bömskis hatte ich hier auch noch mit drin. Sowas finde ich auch richtig schön. Und dann ist ja noch ein Klebi drauf. Ne? Dankeschön. Und dann gucken wir erstmal an, was ich so bestellt habe. Das kommt in so einem Tütchen, was halt auch noch mal mit einem Dankeschön drauf ist. Also da hat sich wirklich jemand hingesetzt und, ne, sich darum gekümmert, dass die Sachen gut verpackt werden und gut beim Kunden ankommen.
Und da habe ich nämlich gesehen, dass die auch Kryolan im Sortiment haben. Und Kryolan hatten wir auch öfter schon mal in Beautyboxen mit drin, aber ich fand es halt schon spannend, das ist Theaterschminke. Einmal habe ich mir dieses Fixing Spray gekauft, das ist dieses hier. Und ich meine, dass es auch so ein Continuous Mist ist, was ich richtig cool finde. Und das ist die kleine Variante, 75 Milliliter. Werde ich auf jeden Fall demnächst mal mit euch zusammen testen. Und hier weiß ich nicht, ob die mir passt. Ich habe das auch gesehen, auch von Kryolan, diese Ultra Foundation habe ich in Alabaster bestellt. Ich meine, hier sieht es erstmal relativ dunkel aus. Die können wir jetzt ja mal swatchen. 15 Gramm sind hier drin. Das ist für eine Foundation jetzt nicht so das Allermeiste, aber die soll halt mega gut sein. Also das, ne, habe ich jetzt auch schon gesehen. Die ist auch nicht super neu oder so, aber die soll halt echt klasse sein und wie eine zweite Haut. Bin ich mal gespannt. Ist halt ein Balm. Doch. Das täuscht. Das täuscht. Das ist ja geil. Würde ich dann mit einem Pinsel auftragen? Oder, ja, mit einem Pinsel, ne? Und das schmiegt sich direkt an. Hier hast du eine leichte Deckkraft, aber es stand halt online auch, dass sich die Deckkraft sehr gut aufbauen lässt und so. Werde ich mal ausprobieren. Die, ne? Oh, fühlt sich an wie eine Creme einfach auf der Hand. Das finde ich toll. Also die wird, wie gesagt, ausgetestet. Und dann gab es halt die Pröbchen mit dabei. Ich glaube, weiß ich nicht, konnte man die sich aussuchen. Einmal habe ich hier in der Farbe True Beige 35, das wird ein bisschen dunkel sein, von Madara. Skinonym Semi Matte Peptide Foundation. Die kenne ich so noch gar nicht. Madara kenne ich, das ist eine Naturkosmetikmarke. Und dann habe ich hier von Bär Jasmin Papaya Handcreme. Auch schön. Ne, die habe ich nicht ausgesucht. 2 Milliliter haben wir hier drin, ne? Genau, also das sind die beiden Proben, die Marco mir mit beigelegt hat. Und jetzt kommen wir zu der 19 Euro Wundertüte, wo aber auch ein guter Wert drin sein soll, ne? Ich setze euch da auch den Link zu in die Infobox. Ich denke, die wird noch verfügbar sein. Und hier steht drauf, deine Glückstüte. Retoure ausgeschlossen. Alles Liebe für 2024. Und auch hier auch nochmal dieser Klebi da drauf. Oha, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, ich glaube, stand auch online, dass da 4 Produkte drin sind. Da habe ich einmal von Jean Darcel Lift Detox La Mousse Purité Soft Cleansing Mousse. Ein Reinigungsmousse. Ach, schön. 20 Milliliter, das ist eine schöne Reisegröße. Wenn ich jetzt so im Frühjahr, Sommer, doch im Mai und im Juni verreise ich, ne? Wenn ich da was brauche, kann ich das definitiv gut mitnehmen. Also das macht auf mich schon mal einen guten Eindruck. Und ich werde mit meinen Mädels nämlich auch im Juni wegfahren. Da werde ich solche kleinen Geschichten auch auf jeden Fall brauchen. Dann habe ich hier eine Ampulle drin, nee, 2. Und da haben wir DNA Essential Concentré Revitalisant. Also das ist ein revitalisierendes Konzentrat, was man jeweils 2 Milliliter, ne, da sind 2 Ampullen drin, dann wahrscheinlich sowohl morgens als auch abends ganz gut verwenden kann. Die werde ich mal ausprobieren und euch im Aufgebraucht-Video was darüber erzählen können. Und dann habe ich hier noch 2 weitere Sachen drin, eine Tagescreme und eine Nachtcreme, auch von Jean Darcel. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir hier wirklich nur eine einzige Marke in der Wundertüte finden. Da hätte ich mich darüber gefreut, wenn es noch weitere Marken gewesen wären. 30 Milliliter von dieser Tagescreme mit Kaviar. Das ist ein toller maritimer Inhaltsstoff, den ich auch sehr gerne mag. Ihr wisst ja vielleicht, dass die Kaviar Deluxe Ampulle von Dalton so mein absoluter heiliger Gral ist. Und vielleicht kann diese Tagescreme da auch mit anschließen und macht meine Haut ebenso geschmeidig. Das wäre ja schön. Mehr Mineralien, Spurenelemente und Feuchtigkeit für mehr Ausstrahlung den ganzen Tag. Die moderne Creme schützt ihre Haut vor den vielfachen Belastungen durch die Umwelt. Ihre Haut wird ähnlich einem Schutzkokon umhüllt, süß geschrieben. Kaviarextrakt und Meerquellwasser helfen, die Haut zu stärken, Fältchen zu mildern und frühzeitiger Hautalterung vorzubeugen. Ja, das ist auf jeden Fall nice. Und dann habe ich dazu noch passend die Nachtcreme, ebenfalls mit 30 Millilitern. Das ist schon eine coole Sache. Ne? Auch so ein Tübchen. Und ja, da werden wir dann auch die Meeresmineralien drin finden und auch, wie gesagt, den Kaviar und so. Das ist schon eine schöne Box, weil du hast hier quasi so eine kleine Gesichtsroutine drin mit einer Tages- und Nachtcreme, mit einer Ampulle und mit einem Gesichtsreiniger. Wie gesagt, ich persönlich hätte mich darüber gefreut, wenn noch ein paar andere Marken vertreten gewesen wären, sodass das Ganze etwas abwechslungsreicher ist. Trotzdem finde ich die Box ganz schön. Ich weiß jetzt nicht, ob in jeder Box das Gleiche drin ist. Ich meine nämlich nicht. Ich glaube, jede Box ist wirklich komplett individuell bestückt.
Ich setze euch den Link in die Infobox, schaut super gerne dort mal vorbei. Offensichtlich ist es eine Firma mit viel Herzenswärme, Herzblut und Kämpfergeist und das möchte ich gerne auch unterstützen. Und ja, dann wäre es das hier schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.